Der zweite Trailer von Detective Pikachu enthüllt weitere Details. Im US-Fernsehen gibt es jetzt Cannabis-Werbung. Und die NBA enthüllt das Trikot der Zukunft. Ich bin Phil und das hier ist Roundup. Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zurück zu Roundup. Heute natürlich wieder mit wundervollen Themen, doch bevor wir anfangen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt noch schnell der Kommentar des Tages. Dieser bezieht sich ja auf die Folge von gestern. Da habe ich über die Artikel 13 Demos geredet. Und in dem Video habe ich euch ja gefragt, geht ihr zu einer Demo? Und wirklich 48% haben Nein gesagt, womit ich nicht gerechnet habe. Leute, kein Scheiß, das ist so wichtig. Geht mit auf die Straßen, macht mit. Wir müssen zeigen, dass wir da sind und keine Bots. Ich weiß, voll viele haben das Gefühl, das bringt ja nichts, aber ganz ehrlich, Alter, wenn wir nichts machen, den können wir auch nichts erreichen. Alright, kommen wir zu den Themen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer noch übelst hyped auf den Detective Pikachu Film. Jetzt kam ja der zweite Trailer raus, hat weitere Details verraten. Natürlich hat man erst einmal ganz viele weitere Pokémon gesehen, es gab unfassbar viel Action, aber es war auch Motherfucking Mewtwo zu sehen. Alter, ohne Witz, da habe ich so Bock drauf. Auch wenn ich sagen muss, okay, hätte man Mewtwo nicht wirklich erst im Film zeigen können, weil ist ja schon so ein kleiner krasser Spoiler irgendwie. Finde ich zumindest, wie geht's euch da? Im neuen Trailer gab es noch Infos zur Storyline. Das Ganze sieht nämlich so aus, dass Pikachu aufwacht und keine Erinnerung mehr hat. Alles, was er hat, ist eine Mütze, wo der Name Harry Goodman und die Adresse von ihm drinstehen. Also macht sich Pikachu auf den Weg und dort angekommen, trifft er auf Tim Goodman, was logischerweise der Sohn von Harry ist. Und Tim, der hat schon so lange den Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, dann trifft er auf Pikachu und ein Du wird geboren. Zusammen gehen sie dann auf große Reise und erleben Pokémon-typischen Haufen Abenteuer und mega viel Action. Pikachu, du kannst mit Menschen reden, ich kann mit Pokémon reden. Und wenn du deinen Paps finden willst, brauchen wir uns. Nein, ich brauche kein Pokémon. Und ein Weltklasse-Detektiv? Im Mai kommt der Film in die Kinos und ich freue mich schon so mega drauf. Wie sieht's mit euch aus? Schreibt es mir unten in die Comments. Für einige immer noch kaum zu glauben, aber es ist wahr, Gras ist das neue Ding. Hanf wird inzwischen als Superfood angesehen und in den USA gibt es nun schon Cannabis-Werbung im Fernsehen und im Kino. Und zwar von der Firma MedMen. Das ist ein Cannabis-Unternehmen mit derzeit 19 lizenzierten Cannabis-Anlagen im Anbau, in der Herstellung und im Einzelhandel. Im Clip wird sich mit der Grasgeschichte der USA auseinandergesetzt. Angefangen bei George Washington, der Gras angebaut hat, wie es dann verboten worden ist und Menschen für viele Jahre in den Knast kam, bis hin zu, wie es jetzt wieder Job schafft und quasi ein ganz normales Ding geworden ist. Ein verliebtes Pärchen kommt nach Hause und die Frau hat eine Madman-Tüte in der Hand. Voller Gras. Ihr wisst ja, ich bin für die komplette Legalisierung, nicht nur für medizinische Zwecke. Und trotzdem muss ich sagen, das Werbevideo hier ist natürlich extrem romantisiert. Man darf immerhin nicht vergessen, dass es sich hierbei immer noch um eine Droge handelt, beziehungsweise um eine berauschende Substanz. Zumindest wenn es ums THC geht. Und ja, natürlich, auch Gras kann schlechte Folgen haben. Trotzdem finde ich einfach diese Entwicklung in den USA so interessant. Weißt du, erstmal war es komplett verboten, jetzt wird es langsam überall legalisiert und jetzt gibt es einfach Werbung für Cannabis im Fernsehen und im Kino. Wie verrückt ist das? Wie sehen eure Gedanken zu diesem Thema aus? Lasst mich auch das gerne wissen, wie immer, unten in den Comments. Die technische Entwicklung schreitet immer weiter voran und das tatsächlich auch im Modebereich. Selbst mit Schuhe waren noch vor kurzer Zeit Science Fiction aus Zurück in die Zukunft 2. Jetzt gibt es die Teile wirklich. Okay, sie sind super teuer, aber sie gibt es wirklich. Sie sind Realität. Und nun hat die NBA das Trikot der Zukunft angekündigt. Und zwar handelt es sich dabei um ein Trikot, was auf Knopfdruck quasi die Nummer und den Namen verändert. Glaubt ihr nicht? Hier ist das Beweisvideo. You got the smartphone. I do. And the smart jersey. Yes and yes. So, I got a, can you do something with my jersey? I can do nothing with this old school jersey of mine. Can you do something? What else I could change that one to, I think, to 23, but I don't know. I don't have it in red. Yeah, but you, I can do it. You can actually change the number and the name? Yeah, yeah. Watch, watch. That is so cool. That is so cool, man. Das ist schon fast unfassbar, aber nur fast. Was ich mich jetzt natürlich frage, ist,
A. Wie bequem ist es beim Tragen? B. Wie schwer ist es beim Tragen? C. Wie schnell gehen die Teile eigentlich kaputt? Und D. Was kostet der Spaß? Das muss ja unfassbar teuer sein. Stellt euch mal vor, was so ein Trikot jetzt auch bei uns im europäischen Bereich für Fußball bedeuten könnte. Animierte Werbebanner auf der Brust des Spielers. Fick mich weg. Das wäre krass und auch gar nicht so geil. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich kommt, wenn sich diese Trikots durchsetzen sollten. Ob die NBA diese Trikots bald einsetzen wird oder nicht, das haben sie tatsächlich noch nicht gesagt. Bisher gibt es nur die Meldung, dass es diese Trikots jetzt gibt, dass sie existieren, aber man kann sie halt auch noch nicht kaufen. Wir können also echt gespannt sein, ob sich diese neuartigen Trikots durchsetzen würden und ob wir bald auch allgemein animierte Klamotten haben werden. Was sind eure Gedanken dazu? Unbedingt, ganz wichtig, Kommentar schreiben. Alle Themen zum Nachlesen findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Bis dahin, peace and out, euer Phil.